Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war mal wieder im Bikepark Olpe unterwegs, jetzt schon mein drittes Mal mit Lift, und der Marvin war tatsächlich mal wieder dabei, auch auf jeden Fall ein Highlight. Und wir waren ewig nicht mehr zu dritt in dem Bikepark, also der Sender Steve, der Marvin und ich. Und einen Tag vor meinem Urlaub dachte ich mir so, komm, nutz die Chance jetzt nochmal aufs Bike, bevor nur Holland-Fahrräder anstehen. Und das war unser Tag im Bikepark Olpe. Scheiße. Passiert. Boah, die gefällt mir heute gar nicht. Vorsicht, komm, mach mehr. Aber ja. Trotzdem, wenn das wurzelig die Landung ist, mag ich auch nicht. Und weil der Marvin schon so lange nicht mehr mit uns am Start war, wollte ich ihm auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit geben, sich bei euch allen einmal kurz vorzustellen. Also jetzt viel Spaß mit der kleinen Vorstellung von Marvin. Hallo, ich bin Marvin. Und ich bin 26. Korrekt. Und ich fahre gerne Mountainbike. Ja? Genau. Schön. Jetzt können wir ein bisschen fahren. Okay, ne? Fahr. Schön. Ich weiß zwar nicht genau, ob der Marvin besonders langsam irgendwie gefahren ist, jetzt gerade vor mir, aber das war tatsächlich das erste Mal, dass ich irgendwie ansatzweise an ihm auf irgendeiner Strecke dranbleiben konnte. Und das war auf jeden Fall ein richtig cooles Gefühl, einfach mal den Fortschritt halt zu sehen, weil Marvin ist mir bisher immer überall weggefahren. Natürlich auch hier war er am Schluss ja einfach schneller als ich, und er springt auch hier eigentlich alles im Park, was es so gibt. Aber es war auf jeden Fall für mich ein krasses Erfolgserlebnis, mal ansatzweise irgendwie an ihm dranbleiben zu können. Genau, über den Holzkicker, dann diesen langen Table und so. Okay. Und eigentlich wollte ich kein Risiko an dem Tag eingehen, weil ich an den nächsten Tag direkt in Urlaub gefahren bin, aber irgendwie hat es mich dann doch hier auf die Brücke gezogen. Es hat sich dann auch wieder herausgestellt, dass, wie alle gesagt haben, die Brücke einfacher ist als der 1,50 Drop. Warum hier übrigens ein Auto die Wiese runterfährt, keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz war einfach ein übelst cooler Tag. Ich habe meine Angst vor dieser Brücke da irgendwie überwinden können und bin da drüber gefahren. Und es war einfach gar nicht mal so schlimm. Es gibt halt dennoch irgendwie mal ein paar Tage, wo es einfach gut läuft. Und das sind dann auch die Tage, wo es einfach ultra viel Spaß macht. Ja.
Lift dauert heute lange, ne? Nee, doch nicht. Übrigens, über das Thema gute und schlechte Tage haben auf dem Mountainbike oder auch generell irgendwie im Leben, habe ich vor, noch ein kleines Video zu machen in der Zukunft, und das wird auf jeden Fall ein spannendes Thema, weil ich denke, wir kennen das alle. Tage, die wir haben, wo es einfach alles super läuft, aber halt auch Tage, wo es eben nicht so super läuft. Und warum das Ganze auch gar nicht schlimm ist und warum wir da auch einfach mal nett zu uns selber sein können, das besprechen wir in einem anderen Video. Ah. Shit. Der Sender Steve sendet wieder so hart, Alter. Übertrieben, Maschallah. Boah. Agilität. Er ist richtig agil. Ach ja, und da gab es ja auch noch den neuen Holzkicker unten vor der neuen Line im Olpe. Und den wollte ich auch noch unbedingt machen, und dazu habe ich mich unten bei den Drops mit dem Sohn vom Thomas getroffen, und er springt hier auch so ziemlich irgendwie alles im Park und ist echt richtig, richtig fit. Und das in einem richtig jungen Alter. Also ich glaube, wenn der mal älter wird, dann, ihr könnt es euch denken. Falscher Gang. Boah. Komm mal hinter mir her, du Schatz. Okay. Dann bin ich vielleicht in den Kurven kontrollierter. Den ganz kleinen? Nee, den zweiten. Leider bin ich auch beim zweiten Versuch nicht bis in die Landung von dem Table gekommen über den Holzkicker, aber dennoch keine schlechte Leistung, weil da ist ja schon irgendwie so eine kleine Lücke zwischen, und vor so Lücken und Gaps hat man ja irgendwie immer Kopfzerbrechen. Nicht so schlimm, auch so kurz vorm Urlaub muss man ja nicht unbedingt ein Risiko eingehen, und ich bin mir sicher, wäre ich einfach schneller gefahren und hätte die Anfahrt nicht immer so verkackt, dann hätte das Ganze anders aussehen können. Oh, schlecht. Alles schlecht. Stop! Oh, Digga. Was hast du gemacht? Oh. Von der Strecke runter, bevor einer kommt. Ja, das ist nicht so.
wie das halt so ist, die berühmte letzte Abfahrt, da legt man sich dann irgendwie nochmal auf die Nase. Steve ist irgendwie von der Strecke abgekommen und dann gegen einen Baumstamm gefahren und dann auch über einen Lenker wieder drüber. Wie ähnlich irgendwie wie ein Winterberg auf der Downhill-Strecke. Und wir haben uns dann auch entschieden, es gut sein zu lassen für den Tag. Ich finde immer, wenn dann es schon losgeht mit Stürzen und wenn die Konzentration nachlässt, dann kann man es auch gut sein lassen. Vor allem, wenn man schon einen schönen Tag hatte im Bikepark, dann ist es manchmal vielleicht besser, früher aufzuhören. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Also ich hatte auf jeden Fall einen mega Tag im Bikepark Olpe und ich kann euch nur empfehlen, schaut mal vorbei. Es ist ein super abwechslungsreicher Park, wenn auch nicht so groß. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da. Es gibt jede Woche mindestens 2 neue Videos. Ja, und wir sehen uns dann vielleicht schon nächste Woche erneut in einem neuen Video. Macht's gut, Leute. Hab euch lieb und bis zum nächsten Video. Ciao.